Ein Coaching oder eine Therapie ist nicht dazu da, deine Probleme zu lösen oder wegzumachen, die du gerade hast, sondern dich zu verändern, in dich reinzuschauen. Wenn die Probleme, die du im Außen erlebst, etwas mit deiner Innenwelt zu tun haben, und ich bin mir sicher, dass da schon einige wegschalten, ich habe auf TikTok, tue ich auch Videos hochladen, und da ist irgendwie, sind die Zuschauer ein bisschen anders, von der Energiequalität ist mein Gefühl. Da gibt es ganz viele, die sagen, ey, es hat doch nichts mit mir zu tun. Ist gut, also dann fehlt dir Wissen. Ja? Eigne dir Wissen an, um zu verstehen, dass wenn hier drinnen in deiner Innenwelt einiges nicht so richtig läuft, dass das gespiegelt wird im Außen und du dann Probleme hast im Außen. Umso mehr du dich da reinarbeitest, desto mehr wirst du den Zusammenhang sehen zwischen der Außenwelt und der Innenwelt. Und das bedeutet nicht, dass du schuldiger bist, dass du falsch bist, dass du irgendwie doof bist. Sondern, wenn du in deiner Kindheit Dinge erlebt hast, aber auch später im Teenageralter, im Erwachsenenalter, die dich immer wieder erniedrigt haben, wirst du Menschen in Situationen anziehen, die dich weiterhin erniedrigen. Und du läufst da rum und denkst dir, das kann doch nicht sein. Warum bin ich so ein Pechvogel? Warum ziehe ich immer solche Menschen an? In der Therapie schaut mal dahin. Was sind da für unterbewusste Glaubenssätze? Was hast du für Überzeugungen? Was hast du für Verhaltensweisen? Gibt es da Trauma? Und da wird reingeschaut und darin wird gearbeitet. Du wirst selbstwirksamer, selbstbewusster, achtsamer und du wirst immer mehr in deine Kraft kommen, die Dinge in deiner Innenwelt zu verändern und somit auch in deiner Außenwelt zu verändern. Und damit erst verändern sich die Probleme. Also es ist nicht so, dass ja, eine Gedenken bucht mir jetzt für einen Monat jemanden und dann ist mein Problem weg. Und leider hat die Coaching-Szene da auch viele Leute verarscht, wo man dann 10.000 Euro bezahlt und dann heißt es, komm und ich helfe dir, deine Beziehung zu retten oder ich helfe dir, dass du dann fünfstellig verdienst, wenn du zu mir kommst und am Ende ist nichts. Das geht nicht so schnell. Das ist ja dein Energiefeld. Wenn du ein Energiefeld hast und mit deinem Energiefeld, mit deinen Gedanken, Gefühlen, das, was du sagst, mit deinen Erwartungen, Situationen im Außen immer wieder anziehst, dann reicht es nicht, wenn ich eine Woche mit dir arbeite oder zwei Monate mit dir arbeite. Dann brauchst du erstmal das Grundwissen, wie das alles funktioniert, Begleitung, um umzusetzen, und dann Schritt für Schritt für Schritt kann sich deine Außenwelt erst verändern. Und dann kann man sich selbst fragen, lohnt sich ein Coaching oder nicht? Und da muss man auch aufpassen, aus meiner Sicht. Es gibt viele, die verarschen. Viele machen es auch unbewusst, die wollen einfach nur Geld verdienen, haben ein bisschen Wissen aus ein paar Büchern zusammenbekommen und denken, sie können jetzt die Welt retten und ziehen dann auch Menschen an, die in Anführungsstrichen sehr bedürftig sind, weil sie denken, oh, der kann mir helfen. Egal ob günstig oder teuer. Und dann stehen sie da und es wurde ihnen nicht geholfen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe vor einigen Wochen eine Influencerin, der ich schon lange folge, schon ewig lange, die ist auf YouTube, auch noch auf Instagram, Instagram mehr, ganz viele Follower, ne, im sechsstelligen Bereich, und hat sich jetzt fürs Coaching entschieden und macht jetzt Coaching für ihre Zuschauer. Und das Coaching, und das ist jetzt nichts, ich will jetzt nicht, ich sage auch ihren Namen nicht, gegen sie haten oder so, aber das Coaching, was sie anbietet, dachte ich mir, ey, da komm, das geht gar nicht, was du da machst, Mädchen. Du hast nicht wirklich die Expertise dafür. Und damit, noch einmal, will ich niemanden fertig machen. Du als Kunde, du als Klient musst dann entscheiden, gehe ich zu der oder zu der oder zu dem oder irgendwo außerhalb des Internets, ne, außerhalb in irgendeinem Büro. Ist in meiner Sicht alles das Gleiche. Erstens musst du dich dort wohlfühlen, akzeptiert werden und aufpassen, wenn du immer wieder diesen Druck verspürst. Zum Beispiel jetzt bei dieser Frau, da war die Frage, was kann ich tun? Ich falle immer in toxische Beziehungen rein und komme da nie raus. Und dann meinte sie, ja, da musst du einfach rausgehen. Was soll denn das? Das hat was mit deinem Selbstwert zu tun. Liebst du dich nicht selbst? Geh da raus. So, ey, das ist kein Coaching. Das ist kein Coaching. Wie fühlst du dich, wenn du wirklich jetzt da drin steckst in so einer toxischen Beziehung? Du kommst zu mir und bittest mir, dir zu helfen oder dir die Augen zu öffnen oder was auch immer. Und ich sage, ja, Selbstliebe, du musst einfach raus. Ja, du kannst doch anscheinend nicht. Und wenn du nicht kannst, nicht weil du nicht gut genug bist und nicht weil du zu blöd bist, sondern weil da Trauma dahinter steckt. Energetisch bist du es gewohnt anscheinend aus der Kindheit in toxischen Beziehungen zu sein. Dann dürfen wir an deinem Energiefeld, also an deiner Energie arbeiten, an deiner Kindheit arbeiten, an deinen Traumas arbeiten und Verständnis aufbauen. Nur weil ich selbstbewusst bin und nicht in einer toxischen Beziehung bin und mich nicht untergraben lasse, weil ich es in der Kindheit einfacher hatte als du, muss ich dich ja nicht fertig machen und dich dahinstellen, ja, sag mal, liebst du dich nicht selbst? Nein, vielleicht nicht. Meine Eltern haben mich nie geliebt. Die haben mich immer gemobbt.
oder vielleicht hatte ich gar keine Eltern, bin im Kinderheim erzogen worden und die waren auch nicht nett zu mir. Ich bin nicht so wie du in einem liebevollen Familienhaus aufgewachsen. Und das sind toxische Therapeuten und toxische Coaches und die findest du überall. Ich habe schon einige Klienten gehabt, die zu mir gekommen sind, die mir erzählt haben, dass ihr Therapeut nicht online, ihr Therapeut, den sie auch gut bezahlt haben, ich will jetzt nicht sagen, sie gemobbt hat, aber sehr verständnislos ist. Anstatt, also auch natürlich zugehört hat, aber anstatt mal einen Weg gemeinsam zu finden, diese Person innerlich zu stärken, dass sie zum Beispiel sich behaupten kann in der Beziehung, wenn es toxisch ist, zu sagen, ja, selbst schuld. Warum gehst du dahin? Ich komme doch zu dir, weil ich nicht weiß, warum und wie. Und das ist etwas, wo man echt hinschauen kann, weil dieses Verstanden und gesehen werden ist ganz wichtig. Aber auch aufpassen, es gibt Coaches, die verstehen dich und auch Therapeuten und sehen dich. Und das war's. Bringt dir es auch wieder nichts. Also die goldene Mitte. Jemand, der dich versteht und sieht, ohne dich zu verurteilen. Sobald du schon merkst, dass ein Therapeut oder ein Coach dich verurteilt, so, ja, selbst schuld, warum lässt es mit dir machen? Raus da. Dieser Coach ist selbst traumatisiert und dieser Coach hat selbst wahrscheinlich narzisstische Züge. Man sieht es ja nicht, steht ja nicht hier Narzisst da drauf. Und das wird dir nicht weiter, also das wird dich eher noch mehr demütigen, weil du hast dafür Geld bezahlt, du hast deine Zeit investiert und es hat dir nichts gebracht, weil du hast noch nicht die Kraft und die Energie, aus deiner Situation rauszukommen und dieser Coach, dieser Therapeut haut noch drauf. Und viele bezahlen das, gehen dorthin, gehen raus, Problem ist nicht gelöst und die fühlen sich dann auch schuldig und blöd. Also ganz, ganz schlimm. Und oder halt genau das Gegenteil, Therapeuten oder Coaches, die dann nur, oh ja, wirklich, die dich total verstehen, aber nichts mitgeben, woran du arbeiten kannst, dass du Schritt für Schritt selbstwirksam dein Leben in den Griff bekommst. Also lohnt sich ein Coaching oder eine Therapie? Manchmal ja, manchmal nein. Wenn es der falsche Therapeut ist, dann natürlich nicht. Und wenn es der richtige Therapeut ist, der wirklich Ahnung hat und der, und gerade auch vor allen Dingen ganz wichtig aus meiner Sicht, dass diese Coaches oder Therapeuten selber Erfahrungen haben, in ihrem Leben selber Erfahrungen gemacht haben. Weil wenn du jetzt Diplom hast und studiert hast und da als Therapeut da sitzt, das hatte ich ja von Klienten, die mir das Feedback gegeben haben, aber nur in der Theorie das Wissen haben, nicht in der Umsetzung, wie soll dir dieser Mensch helfen? Ein Mensch kann dir immer nur helfen, so weit wie er gegangen ist, wie bei deinem Kind. Du kannst ihm nur so viel zeigen, wie das, was du kannst. Das, was du nicht kannst, kannst du dem Kind nicht zeigen. Und so auch der Therapeut. Und das sind dann diese Menschen, ich meine, die sind jetzt nicht alle Therapeuten sind so, auch nicht alle Coaches, aber genug sind so, die dann Theoriewissen haben und wenn du dann ankommst und sagst, ja, ey, das fällt mir da voll schwer, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, selbst schuld, lieb dich mal selbst. Ja, guck in den Spiegel und sag jeden Tag, ich liebe mich. Nein, das bringt nichts. Das sind andere Wunden, wo man hinschauen darf und da braucht man ein bisschen Zeit, um zu forschen in der Innenwelt, um das zu finden und dann, um etwas verändern zu können. Schritt für Schritt. Das zum Thema lohnt es sich. Es kann sich lohnen. Es kann sich sehr, sehr lohnen, weil es sich sehr viel verändern kann. Aber oft reichen auch Videos. Ich weiß, dass das viele Coaches und Therapeuten gar nicht hören möchten, weil es heißt, nein, nein, da muss man tiefer gehen. Ja, umso traumatisierter, desto mehr sollte man natürlich eine Begleitung haben. Aber wenn du denkst, naja, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht, können dir Bücher helfen und Videos helfen. Wenn du umsetzt, was du da liest und was du da siehst. Und wenn du merkst, boah, es geht nicht mehr weiter, dann kannst du immer noch überlegen, ob du dir jemanden nimmst, den du dir leisten kannst. Nicht verschulden, nicht irgendwie da jetzt hier Geld ausleihen, weil du kannst es dir nicht leisten, sondern gucken, dass du vielleicht sparst. Ja, weil Menschen kaufen sich für 1.000 Euro ein Handy oder Fernseher für 2.000 oder was auch immer. Und dann für einen Coach heißt es, nee, das ist eigentlich zu viel. Spare darauf hin und guck dir deine Coaches ganz genau an. Folge ihnen, schau sie dir an, guck auf das Feedback. Frag auch nach, wenn du unsicher bist und guck, wie die Kommunikation ist. Bei mir zum Beispiel gibt es immer ein Vorgespräch, bevor irgendein Kunde bucht. Ein Vorgespräch. Ein Timeweaver kann man direkt buchen, aber wenn wir zusammenarbeiten, erstmal ein Vorgespräch. Um zu gucken, verstehen wir uns? Wie ist die Energie? Magst du mich? Mag ich dich? Weil wenn ich schon ein ungutes Gefühl habe, habe ich schon genug Menschen abgelehnt, wo ich sage, nein, weil ich will nicht dein Geld haben, denn ich weiß, dass ich dir null helfen kann. Das ist eine scheiß Energie, die ich dann mit mir rumtrage, dass ein Mensch bei mir bezahlt hat, dem ich null was gebracht habe. Dann brauchst du auch nicht zu mir zu kommen. Aber wenn ich das Gefühl habe, okay, da können wir auf jeden Fall was machen und da können wir was erreichen und du hast auch ein gutes Gefühl, dann geht's weiter. Das zu diesem Thema. Wenn du weitere Fragen hast, kannst du es mir gerne unten hinschreiben und bis bald.